Hallöchen auch an alle, die das jetzt nachträglich auf YouTube sehen. Wir sind gerade hier live am Start. Falls das in mehrere Parts gesplittet wird, wisst ihr also, warum die Anmoderation entsprechend in den nächsten Folgen nicht kommt. Und so wird das ab jetzt überall laufen. Und manchmal gehe ich auch auf den Chat ein. Das war rückwirkend schon mal oder vorausschauend gesagt für alle Leute, die es auf YouTube sehen. So. Woll. Achso, easy. Okay. Gott, wie nennen wir den Charakter? Geschlecht. Männlich. Klasse. Oh Gott, das ist eigentlich egal, ne? Wir hatten viel... Ich spiele sonst immer viel auf Beweglichkeit, deswegen gehe ich mal diesmal vielleicht auf Stärke. Wobei ich Beweglichkeit schon geil finde. Nehmen wir den Dieb. Nee, warte mal. Bin ich verrutscht? Nehmen wir den Dieb. Figur. Ach, warte mal, er ist ja schon aber... gespenstig, nehmen wir. Er soll ja schon Dexterity, also Beweglichkeits... krasser Typ sein. Nehmen wir mal den Generalschlüssel mit. Rest ist nicht so wichtig. Alter... Die Gesichter sind halt so weird. Also er allein mit dem komischen Lächeln, was er hat. Auch die Ohren, die Farbgebung ist ja super komisch, ey. Aber er! Und auch er, Alter, der sieht aus wie ein Baby. Was ist denn los? So, nehmen wir den Kollegen Marshmallow. Ab geht's. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Oh, Nito, oder? Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more.
Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Das ist nur das Intro, was so laut ist. Wir können gleich mal schauen in-game. Jawohl. Ey, also die Lore von... Yes, indeed. The dark side brands the undead. And in this land... The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Loslegen. Klärchen. Back to business. So. Also hier sind die ganzen Tutorial-Nachrichten. Da betet einer. Lassen wir aber mal in Ruhe. Hey, was geht? Gott, man kann ja hier, glaube ich, runterfallen, ja. Da muss ich aufpassen. Dark Souls ist allgemein ein fieses Spiel. Hoher Schwierigkeitsgrad. Wenn man sich gut auskennt, geht's aber einigermaßen. Die wichtigsten Sachen werde ich euch gleich erklären. Aber wir laufen mal ein bisschen drum und schauen uns mal ein bisschen um. Also, unter anderem hat man da... Hallo! Tschüss! Unter anderem hat man seine Lebensleiste. Also, die rote Leiste ist die Lebensleiste. Grün steht für die Ausdauer. Und hier die Blutflecken, die ihr findet. Das sind andere Spieler, die irgendwo gestorben sind. Hey! Hier haben wir ein Schild. Und genauso haben wir natürlich eine Waffe. Die Menüführung ist ein bisschen umständlich. Wir schauen uns mal das Zielschild an. Ich kann hier die Werte umlegen. Man hat unter anderem auch Belastung. Wenn du mehr als die Hälfte
des Belastungswerts hast, wird deine Rolle langsamer. Das heißt, du hast die Fat Roll, bringt dir eigentlich nichts mehr, die Rolle. Wenn du weniger als ein Viertel hast, rollst du schneller. Und vielen Dank, Broadchurch0604 hat ein Twitch-Abo rausgehauen. Merci, mein Lieber. Geile Sache. Ja, und natürlich wiegen eure gesamten Ausrüstungsgegenstände ein gewisses Gewicht. Ja, ansonsten... Genau, beim Schild haben wir noch einen wichtigen Wert. Nämlich... Physische Abwehr, genau, 77. Das heißt, wahrscheinlich bei denen noch 100%, aber bei den meisten Angriffen verteidigt ihr 77% des Schadens. Und wir haben das Banditenmesser. Können wir direkt rausholen. Und dann wird geschnetzelt. Genau, hier noch 100%. Bam. Und wenn ihr von hinten angreift, könnt ihr einen Backstab machen. Das ist dann ein Angriff, der einfach deutlich mehr Schaden macht. Und wenn ihr jemand parryt, das heißt einmal kurz die Blockentaste im richtigen Moment drückt, oder ich glaube LT müsst ihr drücken, dann könnt ihr quasi so gesehen Backstab machen, ohne Backstab machen zu müssen. Also ihr haut ihm quasi von vorne frontal voll. Ihr habt einen starken Angriff in dem Moment. So. Hier können wir mal kurz runter. Und Dark Souls hat auch ein unglaublich geiles Weltendesign. Ihr könnt zum Beispiel runter. Und das ist jetzt ein bisschen verletzt. Weil da waren wir ja vorhin. Hier unten. Und so geht es auch darum, bis zu einem gewissen Punkt durchzukommen. Und dann schaltet man Wege frei. Und da ist eine Kugel runtergerollt, die uns den Weg zu dem Kollegen hier freigibt. You. You're no hollow. Thank goodness. Hey, was? Nein! Oh Gott. Ich bin so doof, ey. Ja, das war logischerweise nicht geplant. Und der Kollege hat hier das Ding runtergerollt, die Kugel. Ey, ich bin so doof. Es ist echt unangenehm. Moin Vegas, ich habe Dark Souls 1, glaube ich, schon zweimal durchgespielt. Also einmal auf jeden Fall komplett durchgespielt und ich glaube einmal bis kurz vorm Ende, vielleicht habe ich da kurz vorm Ende mal aufgehört. Und genau, Dark Souls 1 habe ich auch noch auf der Switch. Jetzt. Ah ja, die Dings Ragdolls sind auch gut. Aloha! Bam. So, und hier kommen wir nicht hin. Ja, warum? Hallo? Fabioge! Komm her! Ab. Genau, die Estus-Flakons sind quasi die Heilgegenstände. Aber es wird sich vieles während des Spielens erübrigen. Oh mein Gott. Easy. Ah! Öffnen!
So, und hier geht's raus. Kann man sich auch mal ein bisschen umschauen. Also bei uns ist nicht alles vereist. Aber wirklich allzu happy sieht's ja auch nicht aus. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Es sieht halt echt auch phänomenal aus. Also, ich werde ja im Laufe des Spiels einiges erklären, glaube ich, aber ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, Dark Souls ist in so vielerlei Hinsicht ein so grandioses Spiel. Also wirklich, es ist enorm gut. So, das ist so ein bisschen unser... What? Unser Safe Spot. Kann man direkt mal hier die Leiche plündern. Genau, und an den Bonfire, also an den Lagerfeuern, könnt ihr aufleveln. Ihr könnt es entfachen, da kommen wir später zu, was es genau ist. Und ich level mal gerade hier auf, direkt. Und die Aushöhlung umkehren, wenn ihr Humanity benutzt. Wenn ihr menschlich seid, gibt es so ein paar Effekte. Oh, das ist alles so schwierig zu erklären, aber reden wir erstmal mit dem Kollegen. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below. In the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, ein bisschen geheimnisvoll, was er hier alles erzählt, aber... Er hat schon alles so seinen Sinn und Zweck. Ich kann nicht sprechen. Ja, hier können wir die Estus Flask-Scherben später abgeben. Okay, also, hier haben wir ein bisschen unseren Safe-Spot. Eigentlich ganz cool. Da hinten wird es jetzt ein bisschen dunkler. Da oben geht's gleich hin. Aber wir können uns nochmal trotzdem ein bisschen umschauen. Und ich zeige euch mal ein, zwei coole Sachen jetzt schon. Weil, das Spiel halt enorm viel auch... Also ich sag mal so, es hat so unglaublich viel zu bieten, das Spiel. Das ist so geil. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. I realize that I have requested that we retain... But I also want you to know that it is here. Take this. No, go ahead. Danke! Ja, ich glaube, den sollte man nur in menschlicher Gestalt begegnen. Also, kurz zur Erklärung. Wir sehen nicht allzu menschlich aus. Im Moment sind wir in einer Hüllenversion verfügbar. Wenn wir jetzt Humanity nehmen würden, also Menschlichkeit, dann können wir uns unsere Aushöhlung umkehren. Das heißt, wir können menschlich werden, so gesehen. Das hat allerdings den Nachteil, dass du die Online-Komponente des Spiels dadurch benutzt. Unter anderem können andere Spieler in deine Welt und dich dann nerven und töten, im schlimmsten Fall. Und die Frage ist halt, ob du das willst oder nicht. Und wenn ein Spieler, ihr habt ja gerade von den Glocken gehört, in seinem Spielstand
die Glocken läutet, dann hört ihr es übrigens auch. Das ist auch geil. Ja, unser Ziel ist jetzt erstmal natürlich, die Glocken zu läuten, aber da kommt natürlich einiges mehr auf uns zu. Also, hier gibt es noch ein, zwei kleine Items. Da kann man noch mal ein bisschen rumlaufen. Oh Gott, ich glaube, hier falle ich zu tief. Genau, laufen wir hier zurück und von ihm halten wir uns erstmal fern. Und gehen dann später zu ihm. Noch ein paar Brandbomben mit dem. Alles gut. Und moin, Clint. So, Dele. Genau, und hier oben. Da soll es jetzt weitergehen. Hallo. Warte. Jawohl. Das war der Konter-Move. Der Riposte-Move. Ich nutze primär gerne die Rolle. Das kannst du in Dark Souls 1 sehr gut machen. Aber, ja, der Konter-Move ist natürlich... Ah, Mist. Eigentlich ein bisschen besser. Da kommt von oben jetzt gleich auch noch einer. Oder? Ja, und du kannst viele Gegner halt besiegen, indem du so ein bisschen circlest, also um sie rumläufst. Das ist vor allem beim ersten Dark Souls noch gut möglich. Okay, warte. Wo habe ich meine Sprungtaste? Okay, alles klar. Ab geht's. Yes, baby! Alter. Also die Estus Flacons sind quasi das Zeug, was ihr zum Heilen nehmen könnt. Jedes Mal, wenn ihr quasi an diesen Speicherpunkt kommt, und davon gibt es mehrere, an die Lagerfeuer so gesehen, füllt sich der Status wieder auf. Das heißt, ihr habt dann wieder 5 oder 10 Flacons, je nachdem. Ihr könnt halt auch das Feuer verstärken, sodass ihr mehr Flacons da insgesamt kriegt. Todesfalle eigentlich. Komm, geh mal runter. Ja, gute Nacht auch an alle, die jetzt schlafen gehen. Ja, also... Moment. Es sind halt so viele Sachen zu erklären. Ihr könnt die Speicherpunkte auch verstärken. Das Ding ist, wenn ihr speichern geht, werden alle Gegner wiederbelebt. Das ist einfach so geil. Die Ragdolls des Spiels. Hallo! Okay, jetzt. Kurze Erklärung. Ihr habt rechts unten Seelen. Das ist eure Währung. Damit könnt ihr aufleveln, damit könnt ihr Gegenstände kaufen und so weiter und so fort. Wenn ihr eure Seelen verliert irgendwo, weil ihr irgendwo sterbt, dann bleiben die Seelen an diesem Fleck. Ihr habt eine Chance, nachdem ihr gestorben seid und beim letzten Checkpoint wieder startet, diese Seelen wieder einzusammeln. Das heißt, wenn ihr, sagen wir, 50.000 Seelen habt, könnt ihr euch überlegen, laufe ich zum nächsten Checkpoint? Oder laufe ich zurück, level auf oder kaufe mir Gegenstände. Aber wenn du dann wieder zurückläufst, zum nächsten Checkpoint halt, dann sind alle Gegner wieder da. Und das Spiel ist grundsätzlich sehr, sehr schwer. Und dementsprechend kann es halt gut und gerne passieren. Aua. Alter. Dass ihr unterwegs zu den Seelen nochmal sterbt. Weil wenn ihr ein zweites Mal sterbt, werden die Seelen, die ihr dann halt vor dem ersten oder beim ersten Tod verloren habt, die werden nicht wieder zurückerstattet. Nö, die sind einfach alle weg. Okay, da können wir runter. Aber ja,
erstmal hier ein bisschen rumlaufen. Und auch so ein schönes Gefühl, hier sich überall durchzurollen. Oh, dann laufen wir mal schön runter hier. Wo läuft der hin? Oh, stimmt ja. Eieiei. Und vielen Dank, Kaki Real. Warum werden Bits nicht angezeigt? Tut mir leid, habe ich nicht eingerichtet. 95 Bits hat er rausgehauen. Merci, mein Lieber. Ja, bei den Bits ist es so, ich krall das System da nicht ganz. Deswegen hatte ich da nichts eingerichtet. Oh oh. Aber mein Dank ist dennoch dein. Ja, da haben wir es gerade gesehen. Ich habe den Schlag geblockt, aber ich habe trotzdem Schaden bekommen. Also, das ist kein 100er Schild. Das ist so eigentlich mit der wichtigste Wert. Ist das Spielgefühl von 3 wirklich so unterschiedlich? Ich habe bei Teil 3 halt leider nie reingespielt. Weil... weiß ich gar nicht warum. Ja, warte mal. Was gab's hier nochmal Cooles? Keine Ahnung, wie man da runterkommt. Da war doch irgendwas an Items oder so. Ja, aber 3 steht auf jeden Fall auch noch bei mir auf der Bucketlist. Das muss gespielt werden. Beim 2er hatte ich irgendwann Probleme, als es so zu diesen Giftgebieten ging. Obwohl es eigentlich heißt, der 2er sei easy, habe ich mit dem 1er weniger Probleme als mit dem 2er. Demon's Souls müsste mal remastered werden. Das würde ich geil finden. Oh ja. Fast einen geilen Moment hier verpasst. Warum komme ich da nicht hoch? Mal kurz nackt ausziehen hier. Ja, sieht gesund aus. Alter. Yo, ums Herz herum, was ist das denn? Oh. Alter, wo kommt der denn her? Alter! Wie ist der denn rübergelaufen? Er hat doch einen anderen Bereich, wo er eingewiesen ist. Alter. Nein! Oh, zu spät die Taste gedrückt zum Springen. Soll's mir vielleicht auf L3 legen. Gut, dann springen wir mal hier bei Tasteneinstellungen rein. Ey, ich höre doch hier ein, oder? Ah, Mann! Hm. Warum komme ich da nicht rüber? Knapp. Jetzt mache ich das aber mal. Tasteneinstellungen. Genau, jetzt sprinten und dann mit dem linken Stick. Jump.
Moin, Markus. Strength über Dexterity. Ah ja, das denkst du. Und moin auch Commander Quash. Oder Quasar, nee. Oh Gott, vollkommen falsch gelesen. Wow. Ach, warum geht das denn nicht? Schon. Oh Gott, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Markus, weißt du, warum das jetzt gerade nicht passt? Oh nein. Markus, das Springen kriege ich nicht gut hin. Ja, und das ist der Punkt bei Dark Souls. Jetzt können wir vom letzten Checkpoint aus starten und die Gegner sind alle wieder da. Dafür geheilt, ja. Aua. Ciao. Die Kamera. Was ist mit der Kamera los? Das kann's doch nicht sein. Die Kamera, ey. So, nochmal. Zero Deaths. Ah ja, stimmt. Jetzt hatte ich sehr, sehr wenige Seelen. Ah Gott, die Seelen vom ersten Mal. Gut, das sind nur 1000. Am Anfang tut es nicht so weh. Habe ich, glaube ich, alle verloren. Rutsch. Der andere Dude. Tschüss. Ah, du kannst ja auch Leute treten, stimmt. Ah, das Bärchen. Okay, mal gucken, ob ich den Sprung jetzt hinkriege. Wenn nicht, dann laufen wir weiter, dann holen wir uns den Shortbow irgendwie anders. Bam, Junge. So, jetzt aber. Ah, falsche Taste. Oh Gott. Es ist halt furchtbar. Nein! Okay, ich vergesse den Sprung. Ich vergesse den Sprung. Das ist halt nervig. So, jetzt spielen wir richtig. Oh Gott. Oh Mann. Oh, der wollte sich heilen.
Aha. Der hat was gedroppt. Höhlenkriegerrüstung. Ja gut, bringt glaube ich nicht viel. Warte mal, gibt's hier hinten was? Nope. Hey, vielen Dank, Skykartoffel. Schön, dass du am Start bist. Merci für den Host. Wie geht's, mein Lieber? Wie lief's heute bei dir? Frag nicht, wie es bei mir liegt. P3, aber trotzdem nicht glücklich. Aua. Alter! So, komm, ein einziger letzter Versuch. Okay, nee. Auch wenn es knapp war, ich lasse es sein. Okay, aber immerhin Podium. Bei dir jetzt oder meinst du bei mir ist okay, aber immer ein Podium? Ja, ich habe halt wirklich einen Sieg rausgehauen. Ja, doch, Don, der Sprung ist eigentlich schon geplant. Oh Gott, nein. Ey, ich bin so schlecht. Ich bin gerade so schlecht. Ich kann mich nur entschuldigen für die Noobigkeit, die ich gerade an den Tag lege. 2 Flügelschaden, dennoch P6. Oh, nice. Moin, moin, Galdir. Götter, ich glaube, keinen einzigen Schluck. Ja, Vido Gamingo ist halt geil. Das ist eine gute Theorie. Vielleicht kann er nicht springen, weil er in der Höhlen-Dings ist. Kann das möglich sein? Wäre mir zwar neu, aber... Nein, nein! Oh Gott, ich bin so... Das kauft mir doch niemand ab, dass ich Dark Souls schon mal gespielt habe, ey. Und vielen Dank, WLAN-Kabel! Haut ein Twitch Prime-Abo raus. Merci, mein Lieber. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt mache ich mal richtig was. Komm, jetzt... vernünftig spielen, Dave. Komm schon. Und Galdir, vielen, vielen Dank. Auch Galdir haut ein Twitch Prime aber raus. Ach du Schreck. Und 2 Monate in Folge schon. Merci, mein Lieber. Oh, nice. Kleine Scherbe. Natürlich mache ich das nur für die kleinen Scherben, damit wir Stuff spielen können. Was war das denn? Jetzt komm. Keine Dave-Failing-Reihe. Oh nein. Alter, wenn ich jetzt gegen die Ratte verloren hätte. Ich glaube, dann hätte ich definitiv das Let's Play abgebrochen an der Stelle. Und Galdir, vielen, vielen Dank. Schenkt auch noch Walle ein. Ab. Damit schon 3 auf dem Kanal insgesamt. Merci. Halleluja. Da wird sich Walle freuen. Walle kann dann wieder Lando Norris einen Sub schenken. So, jetzt. Komplett konzentriert bleiben. Auf geht's.
Genau, der eine, der hier hinten durch die Barrikade bricht. Übrigens, deswegen war ich auch verwundert, dass einer von den oberen Dudes hier vorhin da runtergelaufen ist, weil die sind eigentlich super weit weg. Alter, das sind aber auch echt einige. Okay, runterspringen. Heilen. Hi. Yes! Puh. Und vielen Dank auch Skykartoffel und auch nochmal Twitch Prime Sub raus. Im zweiten Monat. Merci, mein Lieber. So, ich glaube, hier kann man den Generalschlüssel verwenden, oder? Okay, und hier haben wir das Holzschild. Das Holzschild ist wenigstens ein etwas besseres als das Zielschild. Also, das Werte überprüfen mache ich gleich mal. Moment. So, komm her, Dude. Tschüss. Ah, so, finally. Nächstes Bonfire. So, und hier habe ich nur 8 Estus Flakons, weil sich das nicht resettet. Aber die Gegner resetten sich, genau. Das heißt, das Bonfire im Startgebiet quasi, das ist ein höherleveliges Bonfire als das hier. Schön, aber da, genau, da sieht man wieder einen Typ, der die ganze Zeit gewartet hat. Jetzt ist er halt nicht mehr hinter der Barrikade, weil es die Barrikade nicht gibt, aber er hat die ganze Zeit hinter der Barrikade gewartet, der Mistkerl. Nice. Nice! Hi! So, aber den Speer möchte ich mal kurz untersuchen. Ist der besser eventuell? Okay, zu schwach. Was für ein Wert fehlt mir hier? 11 Stärke, okay. Wo komme ich hier nochmal raus? Ach ja, hi! Schön. So, schnell hochklettern. Ah, ich habe ein Humanity. Warum das denn? Zehn Wurfmesser. Okay, pass auf. Lol, das ist der Sprung. Und ich drücke die falsche Taste, weil ich mir den Sprung umgelegt habe auf eine andere Taste. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Aber hey. Jetzt weiß ich, dass der Sprung von eben gar nicht funktioniert. Das war ein geiler Sound. Tut mir leid, Markus. Ja, genau, Don, du hast auf jeden Fall recht gehabt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, finally. So, jetzt aber. Armbrust und Standardbolzen. So, wieder weglaufen. So, jetzt wieder runter hier. Und hier ist der erste sehr, sehr coole Dude, denn der verkauft uns geile Sachen. Brauchst well, angreifen, now, genau. You seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer trade for souls. Man muss übrigens sagen, die Sachen, die auf dem Boden da eingraviert sind, das sind Nachrichten von anderen Spielern. Das können natürlich nette Leute sein, die euch coole Sachen sagen, wie, hey, pass auf, vor dir Gegner. Aber es gibt natürlich auch Situationen, gute Nacht, Galdir. Ja, es gibt auch Situationen, da können euch Leute reinlegen und sagen, hey, vor dir Sprung. Things are getting treacherous in these. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon. If you stick around this place, it might end up being... ja, also coole und uncoole Sachen gibt's. Hier brauchen wir 1000 Seelen nur. Das geht ja voll. Und genau, Shortbow könnten wir theoretisch nehmen. Warte mal, eine Waffe verkaufte er später, oder was? Genau, wir nehmen auch ein paar Pfeile mit. Nehmen wir mal so 30 Pfeile oder so. Ja, komm, nee. Gehen wir mal auf 50. Thank you, Kai. Ja, mir hatte jemand empfohlen, ihn anzugreifen. Natürlich machen wir das nicht. Weil den Händler können wir noch gebrauchen. Moin, Dead Drummers. Ich bin doch nicht mal menschlich. Warum konnte ich da das weiße Zeichen berühren? Das heißt, du lädst einen Spieler quasi in deine Spielwelt ein, aber warum konnte ich das machen? Ja, ist das remastered, genau. So, aufsteigen. Ach so, ja, nee, kann ich ja nicht. Gut, es gibt zwei Wege. Entweder wir laufen jetzt hier hoch. Okay, es gibt einen Weg. Wir müssen nämlich hier weiter erstmal, okay. Ist halt aber auch echt eine unfassbar harte Gegend immer hier. So ein bisschen wie Frankfurt Hauptbahnhof. Oh! Alter. Da kann ich auch übrigens eine Story erzählen. Ich war letztens auf der IAA und am Abend bin ich kurz zu... Was ist das eigentlich? Ja gut, das hätte irgendeiner in so einem Wiki mal geschrieben. Und am Abend war ich dann halt kurz mal am Hauptbahnhof was essen, weil ich am Abend nochmal bei einer Veranstaltung dort war. Und dann laufe ich quasi vom Hauptbahnhof wieder weiter. Zurück zum Messegelände. Und vor mir, als ich die Treppen hochlaufen wollte, splittert einfach gerade irgendwie Glas runter. Und ich dachte, was ist denn jetzt los, Alter? Sofort natürlich Panik gekriegt, Schiss gekriegt. Hinter mir zwei DB-Sicherheitsmenschen und hab gesagt, hey Leute, da ist gerade von oben Glas runtergesplittert. Ja. Kurze Zeit später, Sirenen,
Da war anscheinend noch ein Polizist, der oben war, und irgendeiner lag da am Boden, dem sie aufgeholfen haben. Aber das war natürlich erstmal so ein Moment, wo du dir auch denkst, Alter, was ist denn mit den Leuten los? Ich meine, ich bin eh jemand, der super friedfertig immer lebt. Insofern, ich habe irgendwie nie eine Schlägerei oder so groß miterlebt. Aber in solchen Momenten denkst du dir, hui, direkt neben dir, was da gerade passiert, das ist ein bisschen ungeil. Übrigens, die Leute, die so ein bisschen als schemenhafte Gestalt hier rumlaufen, das sind andere Spieler. So, und hier haben wir fürs Anwesen... Ach, da habe ich den Generalschlüssel für, okay. Weil hier gibt es, glaube ich, noch ein interessantes Item. Ach, hallo, Leute. Goldharz. So, und hier ist kein Item. Dann laufen wir mal kurz hoch. Easy. Okay, ich wollte eigentlich treten, aber so geht's auch. Nice. So, kann man wer was in den Chat schreiben? Ah, ja, da. Prügeleien sind auch echt dreckig. Ja. Keine Ahnung, bei mir gab's halt nie wirklich einen Anlass, dass ich gesagt hätte, ja gut, komm, schlagen wir uns oder so. Im Zweifelsfall denke ich mir immer, ja gut, du siehst die Person vielleicht einmal im Leben oder zweimal oder sonst was. Zum Beispiel einmal hat mich abends auf dem Heimweg jemand, keine Ahnung, über die Straße hat er so gerufen, ja, hier, Randschit, bla bla bla. Ist halt diese Kayayana, indische Figur von Kayayana. Da dachte ich auch so, ja, who cares, ey, ganz ehrlich, soll er rufen, was er mag? Oh. Hi! Okay, dann gehen wir mal kurz hoch. Hallo! Was geht? Kurz mal hier laufen. So, okay, hier können wir fighten, Kumpel. Okay, komm her. Nein! Oh Gott. Ey, schwarze Ritter sind auch fies, ey. Oh, schon mal gute Genesung, Kaki. Ich muss aber auch sagen, dass das Banditenmesser nicht so geil ist. Vielleicht hole ich mir jetzt mal eine andere Waffe. Da waren die Barrikaden wieder da. Bam. So, wo haben wir hier die? Also Gegenstand kaufen. Kurzschwert, Krummsäbel.
Oh, scaled auf Dexterity mit B. Also mit Beweglichkeit. 600. So, dann zerdrücken wir mal eine kleine Seele. Da gibt es 200 Seelen. Und zack, jetzt kann ich mir das Ding halt holen. Oder warte mal, Rapier. Ich nehme schon den Krummsäbel. Halt ein bisschen länger die Waffe.